Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder soweit, ihr habt es gelesen, wir wollen ein bisschen zurückblicken auf eine schöne Reise. Ja, und euch ein paar Tipps und Informationen dazu geben. Und wann gibt's das? Nach dem Intro. Unser Video ist ein bisschen unterteilt, jetzt aber nicht, dass wir sagen können, in der Minute gibt es das, in der Minute gibt es das, das machen wir nicht, sondern einfach nur, um was wollen wir heute reden. Vielleicht die Themenblöcke, ne? Die Themenblöcke. Kurzfazit, ganz am Anfang, machen wir auch kurz und bündig, wir haben einfach schon mal etwas gemacht, und zwar im letzten Teil, Abschied in Dänemark, Skagen, Regen, da habt ihr auch das Feedback von Schwiegereltern, also Stefans Eltern mit dabei. Das heißt, empfehlen wir euch, ist am Ende dieses Videos auf jeden Fall verlinkt. Da habt ihr das Kurzfazit. Sonst sprechen wir natürlich über die Reisezeit. Genau, dann gibt es die Reiseroute natürlich. Welche Reisebestimmungen sind zu beachten? Dann haben wir noch das Thema Währung. Allgemein natürlich, was hat das Ganze gekostet? Wir haben ja ein bisschen was über die Maut schon mal erzählt, aber die Gesamtkosten sind noch die große Frage. Genau, und dann haben wir natürlich auch noch das Thema Heizen. Das ist auch ganz wichtig. Genau, und am Schluss nochmal ein kurzes Fazit und eine kleine Sache noch am Ende. Aber da kommen wir erst, wenn wir das Fazit gemacht haben. Richtig. Wir waren vom 18. Mai bis 12.06. insgesamt unterwegs. Wobei, wenn wir jetzt den 11. und 12. weglassen, da waren wir ja in Deutschland unterwegs, aber Pi mal Daumen 23 Tage insgesamt und insgesamt 25 Tage die komplette Reise. Ja, warum haben wir uns den Mai ausgesucht? Ist laut dem, was ich im Internet und das, was ein ganz, ganz, ganz lieber netter Mensch uns auch gesagt hat, die waren ja ganz woanders, die waren noch ein bisschen weiter südlich. Stimmt nee, gar nicht, nee, westlich. Nee. Westlich, genau. Westlich entfernt, so auf Island. Aber auf unserer Höhe. Auf unserer Höhe, und zwar der Uwe, der hat uns das auch gesagt, dass das die beste Zeit ist. Und wir können es bestätigen, der Mai ist der bekanntlich regenärmste Monat überhaupt in Norwegen. Genau. Oslo ist noch ein bisschen was anderes. In Oslo kannst du ein paar Monate, so im Oktober, Juli, hast du, das ist da auch sehr sonnenreich. Aber regenarm ist auch wirklich Mai. Und wir verfolgen ja auch andere Leute bei Instagram. Ab so Instagram könnt ihr uns auch folgen. Das seht ihr immer tagesaktuell, wo wir mal sind. Genau. Wir sind gerade in Norwegen. Da ist das Wetter gerade nicht so schön. Also sehr regenreich. Also da haben wir Glück gehabt. Genau. Und was ihr natürlich auch noch erleben könnt, sind vier Jahreszeiten. Also wir haben mehrfach den Frühling erlebt, also das Frühlingserwachen, weil halt genau. Immer wieder die Büsche halt und die Bäume wieder ausgesprießt sind, wie es man es auch immer nennt. Das erklären wir euch anhand der Reiseroute auch gleich nochmal, wie das mit dem Wetter genau. War nämlich sehr interessant. Und wir haben auch wir haben Schneelandschaften gehabt, wir haben Regen gehabt, wir haben Sonne gehabt und auch warme Temperaturen. Das Einzige, was wir, glaube ich, nicht gehabt haben, sind verfärbte Blätter. Ja. Also das heißt, den Herbst. Natürlich der Herbst ist so ein bisschen Schmuddelwetter, hast du auch mal dazwischen, aber das ist eher so der Herbst in dem Fall. Das konnten wir dann nicht sehen. Auf jeden Fall ist das die perfekte Reisezeit, nämlich aus einem anderen Grund auch. Das sind nämlich keine Ferien. Man hat zwar Pfingstferien theoretisch und ist auch die Christi Himmelfahrt war jetzt dabei und Pfingsten. Das hat man natürlich dann in Norwegen ganz explizit gemerkt, weil das genau. Waren dann ereignisreiche Tage, wo man sehr viele Norweger erlebt hat. Und nicht sehr viele, ich sag mal, Deutsche, Italiener oder was auch immer. Franzosen, Spanier. Also genau. Alle, die dann dahin reisen, es ist halt weniger. Es sind mehr wirklich die Leute, die auch in dem Land leben. Also sprich für Norwegen, es waren wenig Ausländer da. Richtig. So, kommen wir zur Reiseroute. Die Reiseroute ging in Rostock eigentlich so richtig los. Da haben wir uns entschieden, dass wir die Fähre Rostock-Trelleburg machen. Es gibt ja einmal Stena Line und auch die TT Line. Ja, wir haben generell Anreiserouten schon mal ein Video gemacht dazu. Das war 2019. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist ganz interessant, welche Wege es dahin gibt. Und wir haben das im Vorhinein, haben wir das uns entschieden für die Rostock-Reiseroute. Genau, weil wir einfach mal alles gecheckt haben, was wäre das Mögliche, weil wir waren ja mit zwei Vans unterwegs. Das darf man einfach nicht vergessen. Wir mit unserem Malibu und der Weinsberg Pepper von Schwiegereltern waren wir mit dabei. Und da muss man natürlich auch genau gucken, was. Wir wollen es ja auch nicht zu teuer machen. Da ist einfach Rostock-Trelleburg
die beste und günstigste Variante, die man einfach aus Deutschland machen kann. Genau. Die Brücken sind keine Alternative, muss man immer dazu sagen. Viele machen gerne die Brücken, ist es nicht. Auf jeden Fall, Rostock-Trelleburg, dann ging es für uns weiter nach Stockholm. Das war ein primäres Ziel, was wir einfach machen wollten. Weil es halt auf der Route lag, weil wir halt über Schweden anreisen wollten, genau, Richtung Lofoten. Und Lofoten war unser eigentliches höchstes Ziel. Genau, das war einfach das, was wir diesmal gemacht haben, was wir uns geplant haben. Wir wollten nicht alles über Norwegen machen. Wir wollten einiges erleben. Für uns war es auch schön, Schweden mal in einer anderen Sicht zu sehen. Und das waren ja tolle Ausblicke. Wir waren so schön an der Ostsee, deshalb war das wunderbar. Also sehr schöne Plätze. Von Stockholm hoch die E4 bis Töre, dann ging es auf die A10, wo wir ja auf einmal wirklich Winterlandschaften wieder gehabt haben. Da ist mir ein Schneemobil, was über den See gefahren ist. Das war echt klasse. Ja, und dann in Norwegen rein und dann natürlich sind wir die E10 bis nach O gefahren. Von dort aus ging es weiter Richtung den Salztraum, Polarkreiscenter, Atlantikstraße, Geiranger, der Tindewegen, der Schwiegermama fast den Nerv gekostet hat. Ja, das war schon eng, hat der gerade so das Auto draufgebracht. Genau, Flom, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Und dann von Kristiansand sind wir mit der Fähre wieder nach Hirtshals gefahren und haben oben halt Skagen-Grenen einfach erlebt. Und nochmal bei Frederika. So ein schöner Abschluss war es. Einfach mal Dänemark kennenzulernen, weil Dänemark selber haben wir noch gar nicht so viel gemacht, wollen wir natürlich zukünftig auch ein bisschen mehr machen, genau, weil Dänemark ist relativ dicht bei uns oben dran. Auf jeden Fall. Insgesamt haben wir 6000 Kilometer gefahren, das ist aber auch gerechnet von uns zu Hause bis wieder zu uns zu Hause zurück. Genau. Das muss man dazu sagen und je nachdem, wo man halt anreist, wenn man im Norden, noch weiter im Norden in Deutschland ist, hat man weniger Kilometer, wenn man im Süden ist, hat man nochmal eine ganze Ecke mehr Kilometer. Genau. Auf jeden Fall, das ist unsere Reiseroute. Ihr habt auch mal so ein bisschen gerade die Bilder gesehen auf Google Maps, damit ihr das so ungefähr sehen könnt. Genau. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Reiseroute. Wir haben es trotz allem wettertechnisch gemacht, dass wir gesagt haben, wenn das Wetter nicht gut ist, dann fahren wir weiter. Aber wir haben es wieder gesehen, so eine kleine Regenwolke sagt nicht viel aus. Also wir hatten wirklich für uns diesmal alles richtig gemacht. Richtig. Kommen wir jetzt zu den Reisebestimmungen. Was müsst ihr beachten? Die Reisebestimmung. Am einfachsten ist es, ihr seid Mitglied beim ADAC. Dann gibt es nämlich diese wunderbaren Informationsheftchen. Die könnt ihr in jedem Reisebüro abholen. Es gibt auch eine App dazu. Das könnt ihr euch runterlassen. In jeder Filialstelle des ADACs. Genau. Nicht Reisebüro. ADAC, Reisebüro, Dingsbums. Ihr wisst doch schon, was ich meine. Auf jeden Fall auch unter www.adac.de Reiseland Norwegen gibt es Informationen. Ja, wenn oder ihr Reiseland Schweden. Wenn ihr spontan auch unterwegs sein wollt oder sowas. Ich glaube, diese Informationen stehen auch kostenlos beim ADAC zur Verfügung, auch wenn man nicht Mitglied ist. Man muss, glaube ich, nicht die Mitgliedsnummer dort eingeben. Nein, das ist wirklich auf der Internetseite. Also es gibt viele Informationen. Da steht alles Wichtige drin, was aktuell ist. Wie zum Beispiel, dass man nach Norwegen keine Kartoffeln mitnehmen darf. Genau, ja. Warum? Also das ist halt, solche Sachen gibt es halt zu bestimmen. Auch wie das ist mit dem Alkohol und so weiter. Was darf man mitnehmen? Genau, da steht da alles drin. Das hatten wir auch in unserem letzten Fazit Norwegen reingesetzt. Deshalb kürzen wir das hier ab. Genau. Wichtig ist, Personalausweis ist vollkommen ausreichend, ihr braucht also keinen Reisepass oder so, ihr könnt ganz normal beim Personalausweis genau anhalten. Es gibt halt das norwegische Abkommen, also das heißt, die haben ein Handelsabkommen und daher ist das kein Problem mit dem Personalausweis zu reisen. Wir wurden auch nirgendwo kontrolliert, also es gab es einmal. Wir wurden nirgendwo kontrolliert, hör auf mit sowas zu erzählen, was stimmt da nicht? Ja. Also keinerlei Mautsachen, klar, wenn du auf eine Fähre fährst, dann wurde die großen Fähren, das wurde einfach abgecheckt, genau, aber sonst nicht. Das, was er meint mit Kontrolle, das war eine Alkoholkontrolle. Ja, da habe ich aber den Personalausweis und den Führerschein mit rausgeben müssen. Also von daher, das war schon so eine kleine Kontrolle, aber nicht eine Abfrage. Genau. Also das nicht. Es ging eher darum, ob er gesoffen hat, aber hat er nicht. Und ob derjenige einen Führerschein hat. Das wäre ganz gut. Ja. Bezüglich Corinna, also die liebe Corinna, die ja immer noch seit 2 Jahren unterwegs ist, hatten wir Glück, genauso wie auch andere es bereits gesagt haben. Im Februar hat Europa viel gestrichen. Dementsprechend kannst du momentan eigentlich sehr, sehr schön durch Europa reisen und hast eigentlich so gut wie keine Beschwerden. Du musst kein Zertifikat vorzeigen, Impfnachweis, das hast du momentan einfach alles. Was ich nicht sehr schön fand, ist, man hat es im Urlaub sozusagen ausblenden können, weil es ist keiner, der großartig mit Maske rumgelaufen ist, es ist ganz wenige nur und man hat das irgendwie auch gar nicht mehr bemerkt dann.
Das war halt ganz nett. Ja. Ja, klar, Corona ist nicht weg, das darf man nicht vergessen. Aber es war halt für den Urlaub doch schon entspannend. Ja. Wir selber in Stockholm haben auch die Maske aufgesetzt, weil das dann doch in der Bahn sehr viel war. Also wir haben sie immer mit dabei, trotz allem noch, weil schützen kann man sie immer noch. Aber man hat dieses Gefühl gehabt, oh endlich, es ist wieder Urlaub. Deshalb guckt einfach auf adac.de, da habt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Und sie ändern sich auch andauernd, deshalb macht es keinen Sinn, jetzt ins Detail in Bestimmung zu gehen, weil morgen könnte schon wieder alles anders aussehen. Jetzt schauen wir uns noch die Währung an. Klärchen verarscht uns ein bisschen, was gerade angeht. Das heißt, wundert euch nicht, wenn wir gerade jetzt schon wieder sehr dunkel sind. Ja, es ist halt manchmal heller, manchmal dunkler. Die Kamera, die können wir nicht auf Automatik stellen, sonst ist die halt... Sonst flackert es wie blöde und deshalb wird es jetzt halt ein bisschen... dunkler. Aber wir schauen uns jetzt die Währung an. Also, die Währung. Wie ist das eigentlich? Bargeld, Kreditkarten, Apps, Funktionen, wie auch immer. Wie läuft das in Norwegen? Brauchten wir Bargeld? Du weißt schon. Oder in Skandinavien? Ich wollte gerade sagen, wir waren in Skandinavien. Also, für euch. In Schweden haben wir nur mit Kreditkarte bezahlt. Korrekt. Wir haben nichts anderes gemacht. Immer nur Kreditkarte. Kein Bargeld, gar nichts dabei gehabt. Der einen Stellplatz, den wir angefahren haben, den wir an der Ostsee haben, da durfte man sogar einen Euro bezahlen. Sonst wäre aber auch eine App möglich gewesen. Deshalb sagte Stefan auch gerade das mit dem App. Richtig. In Norwegen, da haben wir tatsächlich ein bisschen Bargeld abgehoben, weil wir auf einem Platz hätten wir wirklich Bargeld in einen Briefumschlag packen müssen. Wenn du das nicht hast, da ging keine App, da ging keine Kreditkarte. Ja. Und das ist, also wir sagen ja immer Reine zu dem Ort, der heißt anders. Ihr wisst, wir können kein Norwegisch. Aber da war das, wo du hättest wirklich Bargeld hinterlegen müssen. Das war blöde. Da hatten wir noch kein Bargeld, deswegen sind wir weitergefahren nach Also das heißt ans Ende der Lofoten und dort an dem Automaten, gab es einen Automat direkt, da haben wir halt einfach unsere Kreditkarte reingepackt, haben uns ein bisschen Geld gezogen. Gut, ist es. Also das macht Sinn, wenn du in einem Land bist, wo du sehr lange bist, vielleicht ein bisschen Bargeld. Es gibt halt noch ganz kleine Stellen, ein bisschen Gallien, auch in Norwegen, wo du halt nicht mit nicht mit Kreditkarte bezahlen kannst. Aber das ist, ich weiß gar nicht, ob man sehen kann. Ganz, ganz gering. Selbst Toiletten in einer sonst wie Pampa, wenn du denn da mal was bezahlen solltest, dann kannst du selbst die mit der Kreditkarte bezahlen. Das ist meistens so in touristischen Gegenden, wo das der Fall ist. Ansonsten sind die auch eher kostenlos. Deshalb, also wunderbar, also währungstechnisch könnt ihr mit der Kreditkarte wunderbar leben. In Dänemark haben wir auch kein Bargeld abgehoben, weil das haben wir auch alles mit Kreditkarte bezahlt, weil... Wir wollten das nicht. Wir wollten so gut wie kaum Kronen haben, weil das kann Sinn machen. Bevor Stefan jetzt auf die Kosten geht, weil das passt ja zu der Währung. Weil er das sieht, machen wir aber jetzt einen kleinen Sprung, denn weil du es gerade gesagt hast, Toiletten, kommen wir jetzt zur Fähr- und Entsorgung in Skandinavien. Ja, Fähr- und Entsorgung in Skandinavien. Das war problemlos möglich und meistens habe ich mich ja darum gekümmert, aber das ist ja auch nicht das große Problem. Du hast meistens das immer rausgesucht, wo gibt es was und so weiter. Dann sind wir die Plätze angefahren und gut ist es. Also, das macht mich wahnsinnig. Ja, ihr könnt nicht immer Plätze anfahren, wo ihr einen Bodenauslass braucht. Es gibt nicht immer einen Bodenauslass, das muss man dazu sagen. Grauwasser ist immer ein bisschen schwieriger. Gibt es auch zwischendurch, also das kriegt ihr auch alles hin. Aber eher war das unser Problem, als die Toilette zu entsorgen. Weil die Toilette konntest du an jeder Gießkanne, an jedem kleinen Toilettenhaus sozusagen, gab es oftmals einen, selbst sogar einen kostenlosen, wie heißt das? Sanifair? Nee, wie heißt denn das? Das sieht doch nicht. Dieser Automat, der im Prinzip dir deine Toilette gleich aussaugt und so weiter. Camper Clean oder sowas hieß halt. Das. Also das Ding gab es sogar kostenlos dort in so einem Toilettenhaus. Coole Sache, wirklich. Also da hatten wir nie Probleme. Genau, das war in Norwegen. Also auch in Schweden, wie gesagt, allein an der E4 andauernd hast du solche Stationen. Und gar kein Problem. Genau, Wasser kriegt ihr auch überall. Kein Problem. Also, weil man immer sagt, mit der Toilette, ich traue mich das nicht, ich muss ja andauernd entsorgen, traue ich mir nicht, gibt's nichts. Wir haben keine Trockentrenntoilette hier verbaut und wir haben es auch nicht vermisst, die irgendwie hier uns einzubauen. Das ist für uns total Kein Problem. Was wir mit beiden Fahrzeugen hätten, also mit dem Pepper und mit dem Malibu, ist einfach, dass du keinen Schlauch hast, mit dem du halt das Grauwasser entsorgen kannst. Und das hast du
überall in Europa, das ist egal, wo du bist. Also wir haben sonst keine Probleme gehabt. Wir konnten überall Fähr- und Entsorgung, war richtig toll. Selbst in Dänemark auf den Autobahnen, das habt ihr auch gehört. Vielen Dank, Deutschland, dass du es immer noch nicht geschissen bekommen hast. Und kostenlos in Dänemark auch auf den Autobahnen, also ist eine tolle Sache. Ne? Also das ist das, wo wir immer sagen, Deutschland, du bist so rückständig, aber Norwegen, Schweden, Dänemark, selbst Finnland, haben wir auch schon gehört, da läuft es. So, und jetzt schauen wir uns die Kosten an zu beiden Fahrzeugen. Wir haben gesagt, 25 Tage waren wir unterwegs und das hat natürlich sich groß aufgesplittet an Kosten, aber insgesamt haben wir 4.613,54 € bezahlt. Das sind pro Person, und jetzt denkt ihr einfach noch zwei Personen dazu, 1.154 € aufgrund für 25 Tage Vollpension im Malibu Vantainment und Pepper. Ich wollte gerade sagen, und das ist wirklich sehr günstig. Also ich finde es jetzt pro Person als Reisepreis für 25 Tage nicht teuer. Klar, du musst jeden Tag selber kochen, das ist klar. Wobei, einmal sind wir essen gegangen, das war natürlich auch mit drin. Ja. Sind wir einmal essen gegangen? In Stockholm. In Stockholm. Das ist alles inkludiert in den Preisen, die wir jetzt aufsetzen, was nicht angezeigt wird. Ich mache das wahnsinnig, das Licht. Was nicht angezeigt ist, ist natürlich, wir haben natürlich uns auch Kleidung gekauft und Nippes. Ja, und das alles. Gehört da nicht. Das zu. Haben wir nicht mit reingenommen, weil das ist individual. Aber gewisse Sachen, die vielleicht fast jeder haben könnte, das haben wir jetzt aufgegliedert. Und für euch, wir schauen jetzt auf das Tanken. Und da gibt es eine interessante Sache. Ich sag mal jetzt die Preise vom Pepper. Preise vom Malibu, genau. Und dann das Gesamtpreis. Und warum gibt es Unterschiede und warum nicht? Das erklären wir euch dann. Ja. Tanken war der größte Posten in diesem Jahr. Das war uns klar, weil in Deutschland die hohen Tankpreise, es war auch überall. Interessanterweise, Schweden war diesmal günstiger als Norwegen. Also es hat sich gelohnt, in Schweden zu tanken. Ja, teils, genau. Das war das letzte Mal nämlich andersrum. Genau, da hatten wir uns verabredet, diesmal nicht. Der Pepper 1.089 € für die 600 Kilometer. Genau, und der Malibu hat 1.044 €, also ein bisschen weniger. Also insgesamt 2.133. Und jetzt muss man dazu rechnen, wir bei den 1.044 haben aber geheizt. Das ist korrekt. Wir haben sogar noch davon geheizt. Das heißt, der Malibu hat tatsächlich weniger Verbrauch, liegt wahrscheinlich auch daran, nicht so ein hoher Aufbau. Und wir haben das Automatikgetriebe, was uns da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen spart, also ein bisschen Sprit sparen, da ist es dann unterwegs. Und wir sind auch ein bisschen kürzer. Wir sind auch ein bisschen kürzer, genau. Also gewichtstechnisch hatten wir beide 3,5 Tonnen. Also wir haben wirklich, beide Fahrzeuge waren ausgelastet. Das heißt, vom Gewicht her nimmt sich das echt gar keinen Unterschied. Ja. Aber ich würde sagen, also wir haben das ganz gut hinbekommen. Und der Pepper hat natürlich zusätzlich noch Gas verbraucht, logisch. Genau. Aber da kommen wir später noch zu. Zum Thema Heizen. So, Fähre inklusive Rabatt. Da müssen wir einfach sagen, diese 50% Rabatt, die es bei Autopass BNO gibt. Schaut euch das Video an. Das haben wir auch wieder verlinkt in der Infobox, ne? In der Infobox oder oben ist es jetzt auch gerade verlinkt. Auf jeden Fall hat sich das so gelohnt. Ist der zweiteuerste Posten insgesamt. Insgesamt haben wir 1.017 € dafür bezahlt. Davon fallen auf dem Pepper 520. Und auf dem Malibu 497. Ja, weil der Malibu bisschen einfach kleiner ist. Das merkt man. Diese 6-Meter-Grenze ist wirklich was, ist das Entscheidende. Genau. Und wir müssen dazu sagen, der Pepper, da hat sich ein bisschen gelohnt, dass deine Eltern Rentner sind. Es gab ein bisschen Rentnerrabatt. Ja. Aber auf den Fähren nicht. Auf den Fähren nicht. Und warum ist es so teuer? Das ist eigentlich nicht die Trelleburg, die war relativ günstig. Es war die Fähre von Hirtshals nach Dänemark, Color Line. Ja. Frisst einfach die Haare einfach im Kopf. Ist aber immer noch günstiger als Sprit und Brücken. Über die Brücken, Posten. Genau. Sorry. Also das muss man auch so sagen. Genau. Ja. Deshalb war das der zweite Posten. Stellplatz. Ja, da hat der Pepper 278 € bezahlt. Und der Malibu hat 257 € und Gesamtkosten waren es dann 535 €. Genau, sind ein bisschen mehr geworden, als wir eigentlich geplant hatten. Wir wollten viel mehr freistehen, aber das ging nicht so ganz, denn das ist ein ganz großes Problem natürlich, was man einfach berechnen muss. Wenn wir alleine fahren, ist das kein Problem. Da finden wir immer einen Platz, wo man sich hinstellen kann. Aber mit zwei Fahrzeugen musst du auch immer dafür sorgen, dass zwei Fahrzeuge irgendwo stehen. Und wenn dort schon einer steht oder sowas, Leute, überrennt diesen Platz da nicht, ja? Macht nicht, dass ihr euch da auch noch immer alle dazustellt. Dann lieber alles ein bisschen verteilen, weil das fällt dann weniger auf.
Ansonsten wird uns das irgendwann das Genick brechen und wir dürfen irgendwann nirgendwo mehr stehen. Genau, Camping verboten, No Camping haben wir oft genug jetzt auch schon in Norwegen gelesen. Richtig, das war beim letzten Mal noch nicht so, aber das muss man auch dazu sagen, beim letzten Mal wurde auch sehr viel überrannt. Und das, wird die Folge daraus sein. Genau, dementsprechend ist das. Beim Stellplatz muss man dazu sagen, es ist nur ganz gering mehr für den Pepper, obwohl er immer Strom ist sehr viel, aber in Dänemark und auch in Schweden gibt es Rabattaktionen für Rentner, für Senioren. Deshalb ist das gar nicht so viel teurer als der Malibu. Genau. Gleiches gilt nämlich dann auch beim ÖPNV. Richtig, ÖPNV haben wir nur in Schweden eigentlich benutzt. In Stockholm, weil... Genau, in Stockholm genauer gesagt, ne? Ja. Die Senioren bezahlen 20 Euro für 2 Tage, also das sind dann 4 Einzelfahrten. Richtig. Pro Person, also 8 Einzelfahrten, so bei 20. Und wir haben 30, also ein 10er mehr. Also insgesamt 50. Das alles heißt, gut. Das macht auf jeden Fall. Museum. Genau, wir waren insgesamt in 3 Museen. Wir waren im Abba-Museum, wir waren im Vasa-Museum und im Wikinger-Museum auf den Lofoten. Das war auch sehr schön. Und auch dort gibt es wieder einen kleinen Rabatt für die Senioren. Deshalb haben Schwiegereltern 118 Euro bezahlt. Und wir haben 125. Also 243 Euro für 3 Museen ist dann doch schon I.O. Genau. Jetzt kommen wir noch zum Thema Maut, weil das ist ja auch noch immer so eine Sache. Wir haben beide ein 3,5 Tonnen Gefährt. Das heißt, mauttechnisch hat sich da nicht viel genommen. Die werden halt mit Emissionsklasse berechnet und mit Gewicht. Genau. Wir haben in Schweden Maut bezahlt und in Norwegen. In Schweden ist Stockholm, da hast du eine City-Maut. In Norwegen haben wir auch teilweise City-Maut. Bergen, Stavanger. Ist ein bisschen schlecht, weil man nicht ganz genau erkennen kann, was das die Kosten sind. Das hätte ich mir anders gerne gewünscht, ist aber aktuell so. Insgesamt haben wir aber 120 Euro bezahlt. Und jetzt könnt ihr fast raten, was haben wir pro Fahrzeug bezahlt? Na, 60-60 natürlich. Ja, also es war ausgeglichen. Das ist ganz gut. Dann der Posten, der bei uns einer der höchsten Posten war, wo wir 2019 unterwegs waren, war diesmal einer der mit geringsten Kosten. 495 Euro haben wir für Lebensmittel bezahlt, inklusive Essen gehen in Stockholm. Genau, hier ist aber alles zusammengerechnet. Wir haben das jetzt nicht ausgedröselt. Wenn man das so sieht, dann ist es Hälfte-Hälfte, weil irgendwo der eine isst mal vielleicht einen Käse, der andere halt eine Wurst mehr. Also von daher ist ja komm. We are family und das richtig. Muss man sich durchrechnen. Also ich bleibe mal jetzt bei 23 Tagen. 500 Euro durch 23 Tage durch 4 Personen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Mit einmal essen gehen. Also und das waren auch schon über 100 genau. Euro. Apropos Lebensmittel, wir haben natürlich auch einige mitgenommen. Wir haben Wein mitgenommen, weil das einfach sehr teuer ist. Klar. Wir haben Reis mitgenommen. Wir haben ein paar Konserven, so Mischgemüse und sowas. Das haben wir jetzt nicht eingerechnet, logischerweise. Das waren, vielleicht 100 Euro nochmal genau. Extra oder sowas, was man da mit hatte. Aber sonst, und Toast hatten wir, weil wir wissen, dass Toast war nicht. Aber sonst haben wir viel wirklich immer dort vor Ort gekauft. Rema 1000 in Norwegen, absolut unser Lieblingsladen, den wir immer nur empfehlen. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen heizen. Genau, schauen wir uns das Thema Heizen noch an. Das Thema Heizen. Wir haben vorhin schon erwähnt, wir haben eine Dieselheizung, meine Eltern haben eine Gasheizung und dementsprechend heizen wir natürlich auch mit Diesel. Das muss man einfach überlegen, wir haben 1044 Euro bezahlt, da ist natürlich das Diesel mit dabei. Ich krieg die Krise mit der Sonne. Jetzt ist zu viel, mach mal ein bisschen vor. Alles nix. So, genau. Jetzt machen wir so. Ja, passt schon irgendwie. Genau, also wir haben unser Dieselverbrauch mit im Prinzip im Dieselvorrat mit drinne gehabt. Das heißt, was wir genau verbraucht haben, können wir euch leider dazu nicht sagen. Aber das Interessante, das Thema Gasflaschen. Genau. Wie viele Gasflaschen müsst ihr euch denn für diese Zeit mitnehmen, für so viele Tage, damit es denn auch reicht? Für die Reisezeit, wo wir waren, nicht vergessen, wir sind über die E10 gefahren, wo es wirklich nochmal sehr kalt geworden ist. Wir waren auf den Lofoten, wo es sehr kalt wird, Hände wegen. Also wir hatten noch sehr kühle Temperaturen, teilweise gerade mal 4 Grad. Ja, richtig. Allerdings muss man auch sagen, es ist relativ warm, weil die Sonne, wenn die scheint, du hast es ja oberhalb des Polarkreises relativ hell, dann hast du auch in der Nacht etwas Heizung und musst weniger in der Nacht heizen. Aber wir hatten so um 4 Grad eigentlich. Und das Auto haben wir so in der Nacht auf so 12 Grad ungefähr. Genau, gestellt. Und dann hat der Pepper 3 Alugasflaschen, die 11 Kilo,
nicht komplett aufgebraucht. Genau, da ist noch genug Reserve drin. Ich glaube, es waren noch so um 5 Kilo drin oder sowas. Genau. Also das heißt, aber mit 3 Flaschen müsst ihr schon rechnen. Genau, wenn ihr wirklich mit Gas unterwegs seid in diesem langen Zeitraum. Je nachdem natürlich, wie ihr heizt, wenn ihr noch weniger heizt. Und halt, wir haben halt viel gekocht, auch hier im Pepper dann. Und das hat sich dann einfach ausgewirkt. Kühlschrank beim Pepper läuft über Gas, logischerweise. Also das hat auch was verbraucht. Genau, das muss man sagen. Also ist alles aber handelbar. Wir hatten sogar es gefunden, es gibt eine schöne Internetseite, wo du sämtliche Informationen bekommst, wo du auch Gasflaschen in Deutschland auffüllen lassen kannst. In deutsche Gasflaschen, genau. In Kristiansand, in Kristiansund. Wir hatten da zig Städte. Also es ist möglich, aber man muss suchen und gucken und dann auch gucken, ob sie aufhaben. Denn wenn man auf den Sonntag da antanzt, wird vielleicht das nicht unbedingt aufhaben. Genau. Aber an sich, wenn du 3 Alugasflaschen bei hast, 0 Problemo. Unser Fazit. Genau. Wir haben zum ersten Mal so eine Reise gemacht mit 2 Fahrzeugen auf so lange Zeit. Wir haben schon mal kleinere Touren gemacht mit 2 Fahrzeugen. Das ist nicht das Problem. Aber so eine lange Zeit ist definitiv eine Herausforderung. Das haben wir euch schon bei den Stellplätzen gerade gesagt. 2 Fahrzeuge irgendwie unterzukriegen ist immer ein bisschen schwieriger. So wie zum Beispiel mit dieser Sonne. Die ist heute auch ganz schön schwierig. Ja, so ist das. Ja, auf jeden Fall lohnt es sich nochmal zum Schluss dran zu bleiben. Das will ich nochmal kurz hier sagen, weil wir noch so ein bisschen was Norwegen von oben zeigen wollen. Ja, das haben wir nochmal zusammengeschnitten zum Schluss. Genau, also das wird es auf jeden Fall gleich geben. Da hat sich Stefan gute Mühe gemacht. Da gibt es einfach nochmal die besten 10 von oben, die wir aus Norwegen und auch aus Schweden genau, gemacht haben. In Dänemark sind wir ja nicht geflogen. Nein, nein. Aber nochmal das Schönste am Schluss. Für uns war es eine super Reise. Es war, wir haben neue Ziele erkannt. Wir haben erkannt, dass Schweden natürlich unbedingt nochmal befahren werden muss. Jo. Wir wollen Dänemark eigentlich ausführlicher mal genießen. Ja. Auch Südnorwegen. Das sind wir ja nur einfach abgefahren. Also Südnorwegen hat auch sehr viel Potenzial. Natürlich ist Südnorwegen ein bisschen voller, das muss man schon sagen. Aber es ist sehr viel Potenzial, schöne Landschaften, tolle Fjordlandschaften und so weiter. Also ja, das werden wir uns auf jeden Fall nochmal irgendwann auf die Fahne schreiben. Ja, ansonsten problemlos durchgekommen. Wir hatten eigentlich ganz, ganz wenig Stau oder eigentlich gar keinen. Also ich glaube in Trondheim oder so war das mal ganz kurz ein bisschen Stock and Go. Stop and go, so heißt es, aber ansonsten gar nichts gewesen. Also wir haben einen tollen Urlaub gehabt, das war eine schöne Reisezeit. Wir empfehlen Skandinavien, wie viele anderen auch. Wie gesagt, viele sind ja aktuell auch woanders unterwegs gewesen. Trotzdem merke ich es, Schweden, Norwegen ist und bleibt ein Reiseland und wir können es vollkommen nachvollziehen. Für uns aktuell natürlich erstmal nicht, weil das haben wir jetzt erlebt. Klar. Aber wir wissen, was wir noch erleben wollen. Wir kommen definitiv wieder. Und bevor jetzt Stefan nochmal für euch in die Luft gehen wird, können wir euch sagen, eine wunderbare Urlaubszeit, die jetzt mittendrin ist. Wir machen ein kleines Päuschen. Ihr habt schon mitbekommen, es gab jetzt nicht so viele Videos zwischen Dänemark und dem Video. Es wird bis zum Caravan-Salon in Düsseldorf ein bisschen ruhiger werden auf unserem Kanal. Kurz vor dem Caravan-Salon gibt es auf jeden Fall noch das Video zu den Verbesserungen. Das haben wir auf dem Schirm, das wollen wir auch machen. Und dann sehen wir uns vielleicht entweder bei hier auf unserem Kanal oder auf dem Caravan-Salon. Wir sind wir sind das erste Wochenende sind wir da. Wenn ihr euch seht, sprecht uns gerne an. Wir kommen gerne mit euch in die Diskussion, wenn ihr wollt. Und ja, oder Austausch, wie auch Austausch, immer. Ne? Auch wir lernen immer was Neues dazu, ist auch immer sehr schön. Wundert euch aber nicht, wenn wir euch nicht mit Namen ansprechen, weil das kennen wir nicht. Aber ihr könnt uns gerne bei Instagram, Facebook schon anschreiben. Wie gesagt, erstes Wochenende sind wir beim Caravan-Salon in Düsseldorf. Solange, wie gesagt, eine absolute tolle Urlaubszeit. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video. Auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Und jetzt viel Spaß mit den Bildern. Norwegen von oben.